Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, heute auch wieder mit Facecam. Hat sich ja so eigentlich gut bewährt. Dann dachte ich mir, mache ich einen Singleplayer auch. Und nach langem wieder mal hier ein Singleplayer. Ja, Let's Play. Hatte gerade mal wieder Lust, hier im Singleplayer ein bisschen rum zu experimentieren und zu schauen, was wir da überhaupt schon alles haben. Ich will mir einen kleinen Überblick verschaffen hier. Hier haben wir die Scrap. Da fehlen noch ein paar. Ah, die leuchtet also. Hier ist Pause geschalten. Gut, da haben wir das alles. Das hat ja alles funktioniert. Hier haben unsere schönen Recycler. 4, 5, 6 Stück. Okay. Das passt auch. Was machst du hier? Ah ja, da haben wir unten einen Timer rein, ne? Ich glaube, wenn wir mal Mikro ein bisschen da so weg tun, sieht man besser. Und was machen wir jetzt? Wir schauen mal, ob die Stromversorgung passt. Alles im grünen Bereich. So läuft das. Wir können ja mal die Quer wieder aktivieren. Einfach mit der Rechtsklick. Nein, das wird nicht klappen. Ich muss zuerst das Programm starten. Das habe ich da ganz vergessen. Hier können wir uns auch mal einen Lift einbauen, ey. Dass hier mal etwas besser ist. Das können wir eigentlich jetzt machen. Ein Lift, ein Fahrstuhl. So mit Redpower, so mit Frames und so. Mal gucken. Wohin, wohin, wohin? Das geht wieder voll ab hier. Und schlafen können wir uns auch legen. Ich denke, keine Monster unterwegs jetzt. So, jetzt wollte ich schon Escape drücken, weil ich an den Einstellungen rumfummeln wollte, aber. So, jetzt können wir Escape drücken. 14 off. Lauter. Dann gucke mal, was haben wir hier noch? Was war das? Weiß kein Mensch. Ich wollte noch eine Diamond nebenbei starten. Das werde ich gleich machen. Kurz mal warten hier. Den da starte, dann sonst wissen wir nicht, wann ich aufhören muss. So, Timer. Und starten den. Gut. Dann hat sich das auch gemacht. Wirst du rausgehen? Das wäre mit Escape hier. Hier hinten läuft unsere. Also hier ist das Programm. Das heißt, wir schalten das nochmal aus. Wie hat sich denn das genannt? Ich glaube so, oder? Genau. Systemvorbereitung. Das passt alles. Kann der hier. So, was fehlt denn hier? Wir haben hier kein Fertilizer. Was natürlich nicht gut ist. Haben wir hier noch was drin? Ja, ist halt auch. Ja. Epidat haben wir 13. Ist halt nicht gerade das Grüne von einer. Aber immerhin schon mal etwas so. Tut der jetzt was? Ja, jetzt Vollgas. Hier sieht man's. Das Minecart fährt nur mit Sand. Erde, nicht Sand. Okay. Wir werden uns jetzt mal in der Folge was anderes ansehen. Ist mir gerade eingefallen. Es gibt ja so von Industrial Craft. Ich brauche so weiße Blöcke, so ähnlich wie Wolle. Ich will uns einen Reinraum bauen. Also einen komplett weißen Raum. Dafür gibt es ja so Sprühschaum, glaube ich, nennt sich das. Ich weiß noch nicht, wie das heißt hier. Irgendwie so Sprühschaum oder so. Da das CF-Spray, ja. Den müssen wir uns organisieren. Stick und Kobbel. Aha, da brauchen wir die Billen dann auch noch wahrscheinlich. Also, wir haben Cobblestone. Ich denke mal, da sollte man ja jede Menge haben davon. Naja, wobei, so viel ist das. Warum wird hier weniger? 7, 6. Ah ja, ich glaube, wir tun Scrap produzieren, ne? Und wir brauchen Sticky. Nicht Stoiki, sondern Sticky. So. Zack. CF-Sprayer. CF, CF, so. Genau. Backpack, brauchen wir sowas? Weiß das jemand von euch? Nee, oder? Ja, doch. Wenn wir ganz Raum machen, dann werden wir das schon brauchen. Da brauchen wir nochmal zwei den. Einmal.
Zweimal, dann brauchen wir noch ein elektrisches Schaltkreis. Elektrischen Schaltkreis hier. Mach gleich mal drei Stück. So, dann mal so einen. Was brauchen wir noch? Das ist alles Zinn, okay. Davon brauchen wir drei Stück, waren das. So. Ne, vier Stück waren das. Eins, zwei, vier. Und die waren folgendermaßen angeordnet. Okay. Der war da. Der war da. Du da. Du da. Du da. So. So. Und so. Genau. Fertig ist unser CF-Backpack. Also da drin wird sozusagen der Schaum gespeichert. Oder was das auch immer sein soll, ich habe es noch nicht rausgefunden. Jetzt ist dann die Frage, wie kann man das auffüllen? Ich hoffe, dass mir das hier angezeigt wird. Wie hell hier von dieser Seite, aber egal. Konstruktive Form. Ja, Wasser, Clay, Kohle, Redstone. Wir bauen hier Clay Dust. Bekommen wir Clay Dust? Clay. Ballen, okay. Das in dem Maserator. Oder geht der Pulverisierer auch? Kompressor. Extraktor. Induction-Schmelzer. Maserator, Zentrifuge, also Pulverisierer wird wahrscheinlich nicht gehen, aber wir testen es trotzdem mal. Ne, macht er nicht. Maserator, wo haben wir einen Maserator rumstehen? Ich glaube unten. Hier irgendwo müsste einer stehen, da. Kompressor. Ausschalten wir nicht. Kompress. Was? In Action. Singulärer Kompressor. Ah, Rotator im Maserator. Was, da bekommen wir das? Der kommt ja automatisch oben in unser System rein. Den haben wir dann. Dann brauchen wir Kohledust. Okay, da haben wir auch schon ein bisschen was. Ein Stack. Und wir brauchen dann noch Wasser und Redstone. Redstone haben wir auch. Und Wasserzellen oder Wasserflasche. Was geht da alle? Can geht auch. Okay, dann machen wir Can. Weil davon sollten wir jede Menge haben. So, so. Und das. Clay. Ne, da Clay das. So. Ein Stack. Das kommt in den Kompressor. Das sollten wir aber einen haben, ja. Genau, da bekommen wir die CF-Bill raus. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das hier so befüllen? Genau, so einfach daneben hin. Scheint zu funktionieren. So, und zwar, wenn ich das hier rein tue, dann füllt sich das langsam, oder? 259, 259. So kriegen wir es raus, aber bei denen geht's nicht. Ja, wie kann man den befüllen? Nee. Gute Frage. Gibt es da irgendwie. Was könnte man da. Eine Canning-Maschine. Da kann man ja Sachen. Ich weiß nicht, wie man die schreibt. Can, ja, das so passt das schon. Damit kann man ja Dosenfutter erstellen, sozusagen. Vielleicht brauchen wir das. So ein. Einmal hier noch. Bisschen was raus, so. Wir werden jede Menge brauchen, deswegen nehmen wir da gleich mal mehr raus. Ist ja egal. So. Elektrik Schaltkreis brauchen wir da. Ein Maschinenblock haben wir gebraucht. Hammersbrett. Marsch. So. So und Zinn.
Ich hab heute mit mir schreiben, das geht gar nicht, gar nicht. Canning-Maschine, die braucht normal meines Wissens gar nichts. Außer Platz natürlich. Wie schaut's hier aus? Ne, da ist blöd, hier ist auch blöd, hier in der Ecke daneben, da hinten, so. Vielleicht klappt das so und so. So. Nee. Nee, nicht Canning-Maschinen. Wie heißt denn die andere Maschine? Gibt's noch eine andere? Ah, doch, die braucht Strom, okay. Nee, das ist zu viel Strom anscheinend. Ah, okay, jetzt kriegen wir Maschineblock. Ach du Kacke. Na egal, den brauchen wir noch hier rein, dann haben wir sie schon wieder. Also, Canning-Maschine braucht Strom, das ist mir neu, ehrlich gesagt. Aber kann schon natürlich so sein. Bin ja auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand hier. Wo bekommen wir jetzt am besten Strom? Hier haben wir MFSU. Das müsste ein LV sein, ne? Mal kurz dein Auge, das juckt gerade. Grab schon mal ein bisschen in das Auge, so. Das heißt, können hier so machen, dann hätte er die Strom. Genau, und vielleicht geht's jetzt. So und so. So? Ah, ja, doch. Ah, also hatte ich doch recht. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. 57, 55. Es kann jetzt ewig dauern, bis die, ja, voll ist. Aber das ist ja egal. Wir haben ja Zeit hier. Dann schauen wir hier nochmal rein. 60, das passt. Es geht schön langsam voran, ne? Das hier rein. Da. Ja, es füllt sich schön langsam. Gut. Dann hätten wir das Thema schon geklärt und wir brauchen jetzt ein kleines Räumchen. Wohin geht's da? Okay. So, ein wirklich Reinraum. Also Reinraum heißt so viel wie ein Clean Raum, also wo ja so gut wie keine Bakterien oder irgendwelche Zugluft da so reinkommt. Weil wir ja noch einiges vorhaben. Ich möchte hier ein bisschen experimentieren. Ich habe ja hier, wie heißt der Mod? Der komische Mod da mit den ganzen Substanzen. Ah, wenn man, Minecam heißt da, glaube ich. Minecam 3 oder 2 oder 5. Keine Ahnung, nicht nee, Minecam 2. Müsste das sein? Habe ich drauf. Wenn ich den natürlich finde und den ganzen Mods, die wir hier drauf haben. Da ist er. Da kann man einfach so Titan, Nickel und so Sachen herstellen. Und das finde ich eigentlich relativ interessant. So mit dem Baryonsystem ein bisschen habe ich keine Ahnung, aber werden wir schon hinbekommen. Das stört mich gerade da weg da auf 0. 0. Nee, 1. 1, so. Gut, den können wir eigentlich theoretisch ja so laden, haben wir gesagt, ne? Zack. Ach, da müsste ich jeden einzelnen rausnehmen. Ach du Kacke. Ja, aber der ist relativ schnell voll, wie man sieht, ne? Dazu brauchen wir jetzt noch, wie heißen denn die? Scaffold oder so irgendwie heißen die. Genau, die Scaffold Holzstickies. Die braucht man da, mit denen macht man das. Oder habe ich mich jetzt vertan? Ich muss mal kurz überlegen. Nee, das passt schon so. Und Wooden eins, zwei. Ich bin jetzt, ich muss das jetzt mal testen. Theoretisch einen hier hinstellen und mit diesem Sprüher hier drauf geklickt. Genau, ja, so passt das. Oh. Wo ist der Stein hin? Da ist er. Also war es so, wie ich dachte. So. CF-Spray haben wir da. Der ist hier noch am Wursteln. Gehen wir den Rest noch unten hinein tun. Ah, okay, das ist eh relativ viel.
Also gar nicht so wenig, also man bekommt gar nicht so wenig raus, wie ich dachte. Rauf wollte ich eigentlich jetzt nicht, aber egal. Wir müssen jetzt noch einen Raum ausheben. Die Frage ist, wo, ne? Hier ist unsere Buildcraft-Energie, das funktioniert soweit alles, oder? Das sollte funktionieren, sagen wir mal so. Der ist voll. Okay. Deswegen schaltet er noch nicht ein. Das passt auch mit dem Megajoule. Was ist dahinter? Weiß das jemand zufällig? Hier ist der kleine Raum, der ja auch wegkommt, weil das ist ja alles überflüssig hier. Es braucht kein Mensch mehr, so. Zack. Dann bauen wir uns hier dann einen kleinen Raum hinein. Zwar hier nach drüben. Da kommt so eine Tür. Mal gucken. Also hier kommt dann die Tür rein. Zwei frei und hier kommt noch eine Tür. Drei frei. So. Und hier kommt dann erst der Raum. Ja, flieg runter, mach mich tot, du. Scheiß Quabbel, du. Hier können wir eigentlich wieder mit diesem Filler arbeiten. Wir haben ja irgendwo Night Vision an. Genau. Vielleicht gar nicht. Haben wir das auf? Ja. Aber irgendwie wird es da trotzdem nicht heller, oder? Ach, jetzt wird heller. Das ist, weil ich den eigentlich immer wieder aktivieren und deaktivieren muss, komischerweise. Aber ist ja egal. Haben wir ja genügend Zeit. Jetzt ist die Frage, wie weit hier drüben noch rüber? Und mal ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht zu weit drüber kommen. So, noch eins. Genau, dann haben wir halt hier in den Raum, aber machen wir noch eins. So. Das stört uns relativ wenig. Weil hier können wir ja noch eine Mauer reinziehen. Dann haben wir das auch geklärt hier. Und dann werden wir uns einfach den Filler holen und das einfach leeren hier. So, ich weiß nicht, der Filler ist, ich glaube, bei den Bienen müsste das sein. Da hatte ich ihn zuletzt in Verwendung. Ich weiß gar nicht, wie groß wir den Raum jetzt machen sollten. So wird mal reichen, oder? Ja. Schauen wir mal kurz Zwischenzeit, was wir haben. Was? Wir haben noch 12 Minuten? Oh. Also haben wir noch jede Menge Zeit, um den Filler aufzustellen. Oder schon mal lieber ein Lager. Vielleicht haben wir hier. Filler, nee. Also Bienen. Der müsste hier in einer Kiste liegen. Hier liegt nichts. Hier auch nichts. Dann vielleicht hier. Genau, hier ist ein Filler. Eine Tesseract. Und wir brauchen diese blauen Wackelner. Oder wie man die jetzt nennt. Das war. Landmarker. Damit kann man das Be den Bereich abstecken. 8 Stück. So, du mal weg, du mal weg. Jetzt wird schön bunt hier in unserem Inventar. So, wie schaut's hier unten aus? Der ist anscheinend voll, ja. Bleibt da vorerst mal noch da, bis wir hier geklärt haben. So, dann kommt hier mal so. Ich tue das immer gerne eigentlich hier so frei machen, damit er wirklich gerade steht. Und hier schauen wir mal, wie hoch machen wir das? So hoch passt das. Oder machen wir eins höher? Nee, das passt so. Und hier mache ich meistens dasselbe auch. Zack. Den hier hin. Dann hier dasselbe nochmal in Blau. Also hier und hier oben noch einen platzieren. Zack. Und hier hinten das nochmal und dann sollte eigentlich der Bereich markiert sein. Na komm. Also bei Gravel ist ja nicht der beste, ne? So, von der Höhe her sind wir hier oben gerade. Das heißt, wir müssen hier mal rein.
hier mal rein und hier draufstellen. So. Zack. Dann hier zack, nee, will er nicht. Hier vielleicht. Hier oben nochmal. Genau. Und hier in der Ecke nochmal. Na, wie ist du raufkommen? Mag er nicht, oder was? Hallo, du sollst dich hier verbinden. Ah, jetzt. Ah, genau. Jetzt haben wir den Raum soweit fertig. Dann kommt hier der Filler hin, den wir irgendwo hier in unserem Inventar haben. Zack, dann fallen die runter. Oder auch nicht, egal. Das wird hoffentlich so passen. Ich hoffe es einfach. Die Tesseract hier daneben hin. Und wir bauen hier drin noch Glas, Stein, keine Ahnung. Wenn wir gleich mal gucken, nee, nicht Remote-Orderer, da gibt es ja den. Den keinen, nee, doch nicht. Hallo, wo ist mein Wireless-Sensor, irgendwas Teil oder wie das sich das nennt? Mal den ganzen Schotter hier weg. Konstruktion, Farm, das brauchen wir noch. Die brauche ich nicht mehr. Die nicht mehr. Die Ender Chest nicht mehr. Wir brauchen jetzt. Ich hab's wieder vergessen. Ich glaube Glas. Und Bricks. Diese Bricks brauche ich. Und ich weiß jetzt nicht mehr. Wie das war. So. Nö. So. Nochmal hier 100 Megajoule. Zack. Er hat was gemacht, oder? Ja, Glas platziert. Da willst du mich verarschen. Platziert er hier mein schönes Brick, ey. Ich krieg einen Anfall, wisst ihr das? So. Also muss hier dann wahrscheinlich Glas in die Mitte rein. Nö. Wie war denn das? So vielleicht? Nö, auch nicht. Ganzflächig aus Glas oder so. Schauen wir nochmal Glas. Bisschen mehr. Nachdem der ja alles schön verbaut hat, der Vollpfosten hier. Ja, sowas. Hinten haben wir Wasser, da müssen wir gleich drum kümmern, dass wir hier das Wasser hier wegmachen, damit hier nicht alles außer der Kontrolle. Wollt ihr denn nicht weiter oder was? Wo sind wir hier mit dem Wasser? Achso, wir sind hier mitten in einem Flussbett, ne? Nein, nicht dich, sondern dich so. Genau, das Wasser weg. Irgendwas passt da ja trotzdem nicht. Warum hat denn den oberen Bereich hier markiert? Hallo? Oh? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Dann machen wir hier mal weg. Und platzieren wir das nochmal neu. So, hier. Hier oben. Da haben wir schon. Hier nochmal. Da oben nochmal. Zack. Dann haben wir die beiden hier. Okay, so. Trifft's besser? Mann, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber sie können hier ruhig funktionieren. Irgendwie spackt das meiner Meinung nach. So, und da bin ich wieder. Jetzt habe ich neu gestartet und die Landmarks hier nochmal neu platziert. Da hat er wohl irgendeinen Fehler gehabt. Und jetzt schauen wir nochmal.
ob wir den Filler hier platzieren können. Zack. Ja, jetzt schaut die Sachlage schon etwas anders aus. Und wir sagen hier komplett mit Glas. So. Und ich hoffe, er macht das jetzt auch. Ja. Dieses Mal macht das. Er schafft es. Schaut witzig aus hier, ne? Wenn die Eisen so rumhüpfen, aber die werden alle zerstört, weil wir wollen ja hier nicht wirklich sinnlose Serverlast haben. Aber man kann, wenn man schnell ist, hier nachlaufen, dann bekommt man die Items. Was natürlich bei uns ja nicht wirklich was bringt. Was mir auch hier stört, wir haben den zu wenig hoch gemacht, oder? Anscheinend. Na egal, so passt das schon. Den Boden ruppen wir so nochmal raus hier. Und das wird dann eben alles sozusagen weiß gemacht. Also wirklich ein Reinraum. Ein reinrassiger Raum wird das. Und wenn wir uns dann in der nächsten Folge auch noch ein bisschen damit beschäftigen, weil ich glaube, in der werden wir das nicht alles zusammenbekommen, können wir hier in den Raum dann zwei Eingänge machen. Das wäre auch noch was. So. Okay, hier mal wieder. Ah, ich sehe gerade, wir haben gerade Level 80, weil wir ja, oder ich ja den Ender Dragon noch besiegt habe. Gezwungenermaßen, meiner Meinung nach. Weiter fällt mir auch was ein. Ich habe das Portal ja noch offen, im Normalfall. Dass wir da nochmal hingehen und noch ein paar, ja, ein bisschen Soul Sand oder was, nee, nicht Soul Sand. Wie heißt das? Ender Sand? Nee, Ender Gestein. Mitnehmen. Damit auch mal schauen, ein bisschen was bauen oder so. Keine Ahnung, was man mit alles machen kann. Auf alle Fälle werde ich hier Feuer machen. Zwar werde ich hier den Raum mit diesem Scaffold so dann bauen hier. Kann man ja so einfach ganz normal hinbauen. Dann eben die Wand auch. Da muss man immer so. Zack. Okay, komm. Egal, so. Zack. Ich glaube, man kann normal spulen auch, aber mit dem Scaffold geht halt genauer, wenn man wirklich genau attestieren kann, wo er dann sozusagen hinsprühen soll. So, so. Dich da weg. Und wenn man jetzt hier sprüht, sofern man das eine komische Beck da auf hat. Dass wir ja hier irgendwo rumschlumpfen haben. Zwar hier. Genau. Zack. Und diesen Sprayer in die Hand nehmen. Das ist so eine Art ein Lepik zu diesem Sprayer. Und hier Rechtsklick machen. Zack. Seht ihr, macht ihr das alles hier schön weiß. Und so kann man natürlich. Okay. Reinlaufen kann man nicht. Kann man sich eine schöne Wand hier hinzaubern. Man sollte immer nur aufpassen, dass die Scaffold aneinander sich binden. So. Da werde ich dann eben offline einen schönen hier den ganzen. Oh, ja, den ganzen Raum abbauen. Okay, so war das auch nicht geplant jetzt. Das war natürlich doof. Kriegt ihr eigentlich wieder oder behaltet der sich die? Theoretisch springt sie hier runter. Okay, jetzt geht's. Und natürlich kann man hier auch dann den Boden machen, was wir hier natürlich auch machen werden. So. Und zack. Da müsste hier der Boden auch. Und das wird dann mit der Zeit hart. Hier sieht man es, dann wird es grau. Und das kann man mit diesen ganzen. Wie heißen denn die? Paint oder? Ja, mit diesem Roller hier, Bänder, kann man die dann einfach mit den diversen Farben, wie wir natürlich weiß nehmen, also Bone Mail. Dass es wirklich so schön weiß ist wie hier, nicht so grau. Und dann machen wir wirklich einen schönen weißen Raum mal. Nur das würde ich jetzt natürlich offline machen. Ich weiß, wenn man hier mit Sand Rechtsklick macht, dann kann man das schnell einhärten lassen. Also es könnte auch irgendwie so betonmäßig sein, ne? Weil Sand. Wenn da Beton drauf tut, klingt fast besser. Gut, dann zack. Ja. So. Raus hier, Mami.
Okay, jetzt hat er zu viel gemacht, das ist kein Problem, das kann man ganz mal abbauen hier. So. Muss nur aufpassen. Zack. Das Problem ist hier, das Scaffold bekomme ich die wieder. Na doch, kriege ich schon wieder. Gut, ich werde hier den ganzen Raum dann aushöhlen offline. Aber ich denke mal, das ist nicht so interessant, wie es aussieht. Das ist eine, ja, lästige Arbeit. Macht nicht gerade so Spaß, wie es aussieht. Für euch wahrscheinlich auch nicht, das Zuschauen. Ja. Ach, Menno. Der haut ja wohl wirklich überall hin hier. Sprüht er einfach irgendwo in der Gegend rum. Wie er will, wie er Lust hat. Ich kann mich damit ärgern. Es ist, wenn man nicht genau anvisiert auf sein Scaffold, da sprüht er echt wirklich irgendwo hin, ne? So, dann geht's. Gut, dann haben wir den Teil auch geschafft. In der nächsten Folge bauen wir hier weiter. Wir sehen uns. Daumen hoch, nicht vergessen. Und macht's gut, Leute. Haut rein. Also, ciao.